Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu die Musik Minecraft Live in the Woods After Humans. So nennen es einfach mal. So steht es nämlich jetzt auch im Titel drin, nämlich seit Folge 100 hat sich das da auch geändert von der Schreibweise. Und was ist das für Musik? Warte, ich muss direkt mal gucken. Ich bin wieder Starbound oder sowas. Das hätte man. Ich will ja nichts sagen, aber. Terraria. Keine Ahnung, 50% aller Anmods kommt, nachdem du mal los sagst, oh, die Musik. Ja? Ob sie schön ist oder ob. Oh, das ist Terraria, sorry. Sorry dafür, das muss ich eigentlich auch kennen. Ich habe wieder einen kleinen Fahrplan gemacht für heute. Und zwar gehen wir als allererstes mal an die Nether und gucken nach der Quarry. Und sollte die noch nicht wirklich sehr weit sein, dann lassen wir sie dir erstmal bleiben. Die haben wir fürs Deep Dark erstmal alles vorbereitet. Herbert hat mir gerade wieder gesagt, was ich da noch vielleicht besser machen könnte und so. Aber es ist mir eigentlich gerade erstmal nicht so wichtig. Und deswegen, angenommen, wir machen jetzt erstmal nichts mit der Quarry, können wir heute tatsächlich mal wieder bauen. Man glaubt es nicht. Seit, weiß ich nicht, wie vielen Folgen? 80 oder so? Wir haben ja eigentlich, in der zweiten Staffel haben wir eigentlich noch gar nicht richtig gebaut. Also eigentlich gar nicht. Nö, eigentlich mit null. Da freue ich mich auf jeden Fall mal. Warte, wir gucken mal, wie es aussieht mit der Quarry. Hat die noch irgendwas gerissen? Wow. Achso, genau. Du hattest kein Draconium, das, ne? Ich weiß nicht, wovon du redest. Naja, nee, das ist von diesem Draconian Evolution. Diese Quarry bringt ja mal jetzt gar nichts, Alter. Warte, ist er schon fertig eigentlich? Ist entweder er ist genau fertig oder fast fertig. Quarry ist finished. Also, so unproduktiv. Ja, gut, wenn die halt nur diese drei Meter da aufstellst, bringt dich dann gar nichts, ne? Ja, aber trotzdem. Also, wie gesagt. Also, dann ist sie jetzt hier fertig und ich hab ein verdammtes Adit und keinen Kobalt mehr bekommen. Ich hatte halt ein riesiges Gebiet da aufgemacht und dann halt sozusagen das, was da. Aber ich brauche halt noch ein bisschen Kobalt. Also, ich habe jetzt halt. Ich muss das Ding halt jetzt ein bisschen umsetzen hier. Ich könnte jetzt einfach an die. Warte, ist hier Lava in die Richtung? Sonst mache ich jetzt einfach nochmal in die Richtung hier. Da unten ist dann Lava. Dass ich die einfach mal umdrehe. Also wir jetzt halt möglichst. Wir könnten sowas machen. Oder so. Da warte, wir drehen das mal um. Die Enderperlen Farm ist so geil, ne? Das mit dem, vor allem mit dem Endercore runter, das ist so krass. Alter, Scheiße. So, ich mache jetzt mal versuchen, mit möglichst wenig Aufwand die Quarry zu drehen. Warte, was? Ich glaube, der hat Unmengen an Elise zubekommen. Dazu bekommen? Nee, er hat so anders verteilt, euch doch gerade. Ich habe übrigens mein Schwert jetzt auch schon voll geupdatet. Doch. Der hat. Drei Enderlies bleibt dazu bekommen. Das muss in der Ecke sein, ne? Die Richtung brauche ich sowieso nicht gehen. Warte, kann ich das Lava-Ding weiter umstopfen? So, ich will es jetzt möglichst. Was ist das denn hier? Ich will das jetzt hier möglichst kurz halten. Um dann ein bisschen bauen zu können. Alter, diese Fledermäuse. So, komme ich da oben ran? Ohne mich zu verbrennen? Müsste ich eigentlich schaffen. Aua, aua. Fuck. Was ist das denn? Ist das ein. Ich habe jetzt 16 Enderlilies, ne? Und vorher hatte ich 9. Okay. Heftig. Das ist krank. Alter, wenn ich jetzt sterbe, ne? Das ist echt krass. Sag mal, hörst du mal auf zu brennen jetzt? Alter, hallo? Alter, ein Herz. Nee, jetzt kommt hier irgendeine scheiß Fledermaus an oder so. Das ist ein bisschen. Bitte. Da kam gerade irgendein wie heißen diese Dinger nochmal, die auch bei uns rumlaufen, diese großen grünen Dinger, weißt du, diese Riesen? Ogre. Und das gibt's anscheinend auch hier mit Lava. So, jedenfalls haben wir den Lava-Fluss jetzt gestoppt, das ist schon mal nicht schlecht. Glaube ich jedenfalls. So. Dann können wir nämlich die Quarry. Muss natürlich wieder auf der richtigen Höhe sein, oder das vergesse ich auch jedes Mal. Ist halt schwierig hier irgendwas. Du Herbert, ja. Muss die der Endermarker, ne, der an der Endercarry steht, muss der direkt neben der sein oder kann der auch 10 Blöcke höher sein? Na, den Endermarker, ne, der sozusagen ja, die Verbindung neben der Carry steht. Okay, gut, weil das ist halt immer schwierig irgendwie eine Höhe hier im Meter hinzubekommen, die einigermaßen eben ist. Also, da muss ich halt runterbuddeln oder so, ist ja nicht so schlimm. Ja, aber das verpasse ich. Alter, ernsthaft, das kommt wegen der Fledermaus an. dann verpasse ich halt hier ein bisschen Gestein. Na, mal gucken.
laden wir mal das mal hier mit. Aber ich kann Prism. Wenn es da ist, warum nicht? So. Warte mal, wir könnten natürlich auch, wenn ich jetzt das Ding da ansetze, hierhin. Ja, das Gebiet ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Was haben wir hier für eine Höhe? 86. Gut, dann gehen wir mal so weit, wie es geht, hier lang. So. Wie weit können wir hier gehen? Machen wir jetzt hier hin. Da vorne wird es wohl schwierig. Machen wir es mal hier hin. So. Die Verbindung steht. Alter, diese ollen Blumen. Ich renne jedes Mal durch, sonst gehen wir nochmal. Den Mülleimer müssen wir natürlich jetzt drehen. Der muss weg. Was fehlt mir das? Ernsthaft? Convict Binder? So, ich mach das fix fertig, dann kommen wir bauen. Tut mir leid, aber das ist jetzt gerade mal wichtiger. So, Insert. Was ist denn noch? Da hab ich mir die Druckdate verklickt. Trotzdem müssen wir reichen. So. So. Black. Ah, das ist natürlich jetzt blöd gelaufen. Muss aber auch auf alles achten hier. Mit dir jetzt genau ein Conduit. Klassiker. Habe ich noch einen? Ja. So, dann. Ach, ich wollte mir jetzt mal eine Wrench machen. Eine Wrench. Hä, wieso fehlt mir denn jetzt hier auch? Hä, wie blöd. Ich bin komplett verwirrt. Wrench. Jeder Wrench, Wrench. So. Blöd. So, so. Zack. So, dann kommt da der Itemfilter rein. Und Netherrack. Ach, hat er direkt schon. Okay. So, jetzt müssen wir das noch in die Richtung machen. Höhe 86 war das. Mal gucken, wie weit wir kommen. Oh. So, hier hoch. So. Gehen wir mal hier rein. Bin ich richtig? Ja. So, Höhe 86. Wie gesagt, hier verpasse ich halt ein bisschen Material, aber ist egal. So, Nummer 1. Und jetzt, was sind wir jetzt hier für eine Y? Ne, Z ist das, ne? 21. Komme ich genau nicht raus, doch. Ja, also 21, 86. Und da vorne müssen wir auch gucken. So, da kommt auf jeden Fall eine Menge Fleisch hier. 21, da. So, das könnte hinkommen, oder? Und dann hier auf 86. Da. Okay, was haben wir jetzt hier? X ist 423. Da gucken wir mal, ob das stimmt. Und dann können wir den eigentlich anschmeißen. 422. Ah, okay, das heißt, wir sind. Wir müssen leider noch einen in die Richtung. Oh nein, wo ist es jetzt hingeflogen? Wo ist der Marker hin? Marker. Da, gut. So. Jetzt müsste das stimmen, oder? Wir gucken mal. Es gibt jetzt auf jeden Fall ein Stückchen größer, aber halt immer noch nicht die Welt. Die Energiezufuhr, die ist nicht im Dings. Nö, gut. Query has finished. Ach, die muss man immer nochmal neu setzen oder so, ne? Herbert, glaube ich. Ja, genau. Ich hab das abgerissen. So. Found attack successfully. Geil, okay. Dann dürft ihr jetzt ja schon arbeiten. Cool, okay. Das heißt, wir bekommen jetzt Fleisch, ne? Na gut, Chunk of Flesh. Gut, dann sollten wir uns damit erstmal zuklumpen. Wenn es dann zu viel wird, können wir es immer noch weghauen. Okay, gut. Das heißt, wir sind hier erstmal so gut wie durch. Der Netherrack, wieso geht der hier jetzt nicht raus? Hier. So, jetzt geht er raus, ne? Alles klar. Na gut, das klopfen wir auch mal hier rein. Das nehmen wir einfach schon mal mit. Okay, dann bin ich jetzt hier fertig im Nether. Sehr gut. Ab nach Jona. Zu Jona meine ich. Weil jetzt habe ich, jetzt hat Jonas mich gerade angeschrieben auf dem Discord. Da gucke ich mal ganz kurz, was er jetzt von mir will. Moinsen schreibt er. Ich schreibe am Moinsen zurück. Victory Block, krass. Ich so, zack. Alles klar, gut. Dann kloppen wir das mal alles ins System und dann können wir bauen. Oh, ich freue mich richtig drauf. So, hier. Sulfur haben wir auf jeden Fall jetzt auch schon eine Menge. Quarz, Baum. Oh, das Netherrack. Scheiße. Das geht natürlich jetzt in die. In die komische Monsterkiste. Ne, zu Herbert wollte ich gar nicht. Voll abwesend gerade hier. Da.
Ich meine, durch die Black Hole Chest, da ist es jetzt reingegangen. Du musst vielleicht nochmal ganz kurz aufräumen, damit das alles seine Ordnung hat. Weil wenn der Drawer voll ist, geht er natürlich hier rein. So, gucken wir mal. Wo haben wir es denn? Da. Das hat hier nichts zu suchen. Das Arti, wieso geht das Arti denn immer hier rein? Hä? Das verstehe ich nicht. Das ist doch wieso geht das denn hier vorne nicht rein? Adit. Das verstehe ich nicht. Komisch. Alles klar, gut. Dieses Ding hauen wir weg. Das kann noch hier oben direkt rein. So. So, dann ist natürlich jetzt die Frage, was bauen wir denn jetzt? Oh Gott, die Frage habe ich mir ewig nicht mehr gestellt. Was bauen wir denn jetzt? Wir können uns ja erstmal einen Überblick verschaffen, indem wir mal auf unser Haus gucken. Was es denn da noch zu tun gibt. Es ist auf jeden Fall einiges. Die Frage ist halt nur, womit fangen wir an? Wir gucken mal. Vielleicht hier einfach mal ein bisschen mit Deko-Craft oder sowas beschäftigen oder mit Architecture und sowas. Ja, genau. Das will ich halt auch machen. Ich muss halt erstmal überlegen jetzt, ob ich... Weil ich reiß erstmal rufen, das komische Kreisgebilde hier oben ab. So. Bist du denn ein Vieh? Hau ab. So. Danke für den Grußrufen, liebe Grüße zurück. So. So, okay, hier, aber hier mache ich erstmal nichts. Bevor ich hier noch eine Etage raufklatsche oder das Dach, machen wir erstmal hier weiter. Was haben wir denn hier? Hier sollte, glaube ich, soweit ich weiß und mich recht erinnere, ein Hobbyraum rein. Das Klo, das ist tatsächlich noch so, wie ich es hinterlassen habe. Das kann auch so bleiben eigentlich. Hier drüben war ein Schlafzimmer. Das ist auch, naja, mehr schlecht als recht. Und ich, hier unten, das war alles fertig, ne? Genau, die Fackeln, hier könnte ich, das können die mal umschüsseln noch teilweise. Die haben ja schon ein bisschen andere Beleuchtung mit drin, das Wohnzimmer können wir so lassen. Was ist denn das jetzt? Das ist aber Starbound, oder? Auch nicht, irgendwas anderes. Küche, hier haben wir die komischen Lampen. Ist ein bisschen dunkel fast noch hier, das ist auch alles so provisorisch. Ganz kurz mal hier den Chisel. Mal die Fackeln mal umschüsseln. So. Dass es ein bisschen einheitlich hier ist. So, da eine hin, da eine hin. Ist noch zu dunkel. So, machen wir noch da eine hin. Ja, passt. Hier passt es. Das passt eigentlich nicht hin, hier so eine komischen Glühbirnen. Sind die fast besser? Was sind auch, kann man die direkt umschüsseln? Ne. Kann man die nicht auch direkt? Ne, kann man nicht. Aber wir haben hier andere Fackeln als da. Das geht ja eigentlich schon mal wieder nicht. Möglichst einheitlich soll das ja sein. Was haben wir denn jetzt? Die oder die? Ich glaube die. Ballen wir die mal dahin. So, zack, zack. Das ist richtig sogar schon. Ach, guck an. Mal hier habe ich drauf geachtet. Das Bad ist auch gut beleuchtet. Okay, sehr gut. Was ist da? Hier. Jo, komm, machen wir da noch ein bisschen. Ein paar Lämpchen hier. Komm, da können wir da vielleicht auch noch was machen. Hat vielleicht ein bisschen mehr Stil. So, und immer hier so an die Ecken. Das finde ich auch mal ganz gut. Das ist auch falsch. Das ist auch falsch. So. Wo machen wir noch was hin? Hier an der Ecke vielleicht? Vielleicht schon fast zu viel, ne? Ups. Dann machen wir die hier auch nochmal neu. So. Bisschen einheitlich so. Alles klar. So. Na gut, warte, was ist denn auf meiner To-Do-Liste? Haus, da gehört das Schlafzimmer dazu, der Hobbyraum, das Dach und die Felder. Das wäre vielleicht mal was. Da könnte man in der Hinsicht vielleicht auch was automatisieren. Und das hat aber auch ein bisschen was mit Bauen zu tun. Obwohl ich fast die Felder einfach nur zur Atmosphäre haben will und nicht zum Automatisieren. Aber das kann man vielleicht trotzdem machen. Herbert, können wir mal schlafen gehen? Jo. Gut. Sag mal.
wenn man mit dem Schwert Rechtsklick macht und dann nicht nah genug an irgendwas dran steht, dann immer zurückgeportet wird. Also ja. Auto, Mensch. So, muss ich was schreiben hier. So, das Schild schmeißen wir noch ins System, die Erde auch. Alles klar, ich glaube, ich würde erstmal mein Schlafzimmer fertig machen. Da reißen wir erstmal die Fackeln ab hier. Oder die Terrasse, genau, Terrasse war immer noch da. Weißt du noch jemand, wie ich mit den Wäschleinen hier rumprobiert habe? Weißt du das noch? Nee, ich glaube, da war ich nicht dabei. Da gab es immer Wäschleinen, die in der Luft rumgeflogen sind und die konnte ich immer nicht wegmachen. Die waren da immer fest. Boah, das ist auch ein Krampf. Das ist hier Jungle Mode, oder? Das muss ich auch nochmal reparieren. Holen wir uns mal direkt den Carpenter-Hammer raus. Kommt gleich das Baufeeling auf hier. So, was ist das? Jungle Wood, genau. Oh, Slime ist nice. So. Verstehst du deine Arbeit ganz gut? Und das Bauen ist halt so viel einfacher, ne, wenn man einfach ins System kann. Und so, dann haben wir dies auch hier repariert. Top. Dann kümmern wir uns mal ums Schlafzimmer. Ich weiß gar nicht, ob wir noch Farbstoffe sammeln müssen. Das wäre natürlich ärgerlich jetzt für die Deko. Für die Deko-Bench. Ich glaube aber, dass wir noch ein bisschen was haben. Also Clay haben wir auf jeden Fall genug. So viel kann ich schon mal verraten. Also Farbstoffe. Oh, nee, wir haben noch. Cool. Da können wir durch... Oh, wie lange ich hier nicht mehr dran war, ey. Meine Fresse. Wo haben wir denn hier den Schlafraum? Hä? Hard Bath. Ach, Bedroom. Alles klar, aber also Bett haben wir schon. Ist das hier ein Alarmglock? So ein Dresser. Dresser Boy, Dresser Girl. Kann der immer machen. Bett haben wir schon, das würde ich auch eigentlich so lassen. Parfüm, aha. Parfüm. Parfüm. Cradle. Pick. Wow. Ach, das ist glaube ich der Spiegel, ja? Nähmaschine, auch nicht schlecht. So ein Ring. Ach, so ein Parfüm finde ich cool. War das immer mit? Blau ist, glaube ich, wahrscheinlich die ordentlichste Parfümfarbe. So ein Tisch nehmen wir nicht hier. So ein Vanity. Aber so ein Dresser wäre vielleicht gar nicht schlecht. Sideboard. Ich gebe nochmal so einen Dresser. Nehmen wir mal den. Ich glaube, Nachttisch haben wir schon. Nehme ich aber noch einen mit. Ach, und jetzt fehlt uns... Hä? Ach, Clay, haha. Müssen wir erstmal einzahlen wieder ins System. Aber da haben wir, wie gesagt, genug von. Wir gehen erstmal hoch und gucken, ob vielleicht mit dem, was wir schon da haben, ob wir damit drauf was machen können. Nee, guck mal hier, das sieht schon direkt scheiße aus. Das Bett. Kriegen wir das symmetrisch hin? Nee, kriegen wir nicht hin. Das hätte ich, glaube ich, wahrscheinlich auch schon so gemacht. Kriegen wir nicht symmetrisch hin. Wenn ich den Schrank in die Ecke mache. Okay. Das ist wie bei meiner Oma, Alter. Da ist der Schrank, da ist natürlich jetzt nicht so ein Himmelbett, aber bei meiner Oma war es auch so, hier war so ein Regal, da kam hier der Schrank, hier war das Bett, die Proportionen alle ein bisschen anders. Aber es ist witzig. Und auch daneben die Nachttische. So ein Dresser. Guck mal, das hat doch was. Das ist auch der gleiche Stil. Müssen wir natürlich alles irgendwie schön ausleuchten. Der Spiegel, ach guck mal hier. Moment, der Spiegel, da gibt es noch Potenzial, was die Textur betrifft. Irgendwas stockt hier aber gewaltig. Was kann man denn hier noch hinmachen? Man könnte vielleicht ins Schlafzimmer... Sie kommt nicht hinterher. Man könnte doch ins Schlafzimmer auch so einen Rüstungsständer machen, oder? Also wo eine Lederrüstung drauf ist zum Beispiel, das könnte man doch machen. Ja. Krass. Ich gucke mal. So, hier den Spiegel, der ist kacke. Den hauen wir wieder rein. Heubett, Alarmglock, warte, wir machen nochmal, nee, das war das Falsche. Wir machen nochmal so ein Tisch. Naja, 518 Clay, sag ich doch, da haben wir genug von. So. Bumm, bumm, so. Weiter. Also, was gibt's denn noch? Tische, Betten, haben wir alles. Dresser Girl. Das gucke ich mir, glaube ich, mal an.
Was Dresser Girl und Dresser Boy? Was Sideboard haben wir auch mal mit? Handy Heybert können wir hier lassen, aber. Und Wecker ist vielleicht auch nicht schlecht.